Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute habe ich eine ganz kuriose, ja, Spiel, will ich es fast behaupten. Und zwar hat sich einer von euch, ich habe leider vergessen, mir den Namen zu notieren, E.T. für den Game Boy Color gewünscht. Es gibt diverse E.T.-Spiele und auf den Game Boy Color. Und ich war mir nicht sicher, was da jetzt gemeint war. Oder bin ich über E.T. Digital Companion gestolpert. Das ist nur in den USA erschienen und Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Art Organizer für den Game Boy Color im E.T.-Style. Was haben die Entwickler geraucht, um zu denken, dass das eine gute Idee wäre? Was? Wunderbar, stellt euch vor, ihr seid in einem Geschäftsmeeting, großer Konferenzsaal mit großen Tischen und vielen Anzugträgern und dann besprecht ihr einen Nachfolgetermin, weil ihr euch wieder treffen wollt. Und statt das irgendwie in Outlook in den Kalender einzutragen oder sowas, zückt ihr euren Game Boy Color, startet E.T. Digital Companion und tragt das dann ein. Müsste ich eigentlich mal machen, glaube ich. Aus Prinzip. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was uns das Ganze bringt, was für Features uns das bringt und wie die vor allem umgesetzt sind. Also, welcome to your E.T. Digital Companion. The first thing we need is to set the date and time. Alles klar. Okay, wir sollen einen Kalender nutzen, um Zeit. Ich glaube, okay, mit B geht man immer zurück anscheinend. Gucken, ob es überhaupt bis 2021 geht. So. Der Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ich nehme mir immer so ein bisschen im Voraus ein, ist der 6.10. So, die Zeit. Ja, ne, passt irgendwie. Ah, okay. So. Den ersten Namen. Soweit so spannend. Deswegen kürze ich das hier gerade erstmal ab. Nein. Ah, okay. Aber immerhin. Immerhin hat er Vorschläge aus einer Datenbank, was das alles sein könnte. Ne? So. Enter. Kurz für Last Name. Das ist der Panda, natürlich. Aha. Aber die Musik ist schon sehr nervig, ne? Ich frage mich sowieso, warum ein Organizer unbedingt Musik haben muss. What's your middle name? Nein, komm, skip. Habe ich nicht. What's your nickname? Habe ich nicht. Geburtstag. Was für Sportarten? Also, was ich überhaupt nicht mag. Mal Digits? Achso, meine Telefonnummer? Nein, gebe ich jetzt da nicht. Okay, bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Bin ich ein Junge? Ja, Adresse, komm, Zipcode. Also, ich frage mich jetzt aber echt neugierig, wieso der jetzt meine Hobbys wissen wollte. Eigentlich hätte ich das jetzt mal eingeben müssen, aber wie viel fragt der denn ab? State. Pet. Okay, das kann ich eingeben. Und zwar ist das der Pinseln. Habt ihr wahrscheinlich schon ab und zu mal gesehen. Der Hund Pinsel ist aber auch geil. Der hat sogar Polly, Pock und sowas. Pins ist ja meine Eingabe. Bin ich jetzt gerade echt verpeilt, dass er da sogar hat. Oh, Favorite Color. Ich habe das Gefühl, E.T. will mich stalken, oder? Will E.T. mich stalken? Skip. Meine Unlieblingsfarbe oder was? Food? Also ich gehe jetzt mal absichtlich alles durch, dann ich könnte das hier anscheinend auch einfach beenden. Wir werden jetzt einfach mal sehen, was für Verrücktheiten uns hier jetzt abgefragt werden. Grosses Food. Oh Gott, also Essen, was wir nicht mögen. Was für Tiere ich mag. Was mein bester Freund ist. Oder wer? Wo
welche Schule, wann mein erster Schultag ist. Was ist mein Alter? Was für Augenfarbe ich habe? Also irgendwie Favorite Band? Also der erste Name meiner Lieblingsschauspieler? Nachnamen logischerweise. Und aber guck da auch immer so ein bisschen leicht psychopathisch denn in die quasi Kamera, oder? Nicht? Oh nee, online bin ich nicht. Sorry. Was ist meine Lieblings-TV-Show? Was ich werden will? Mein Vater wieder heißt? Meine Mutter? Okay. Time for fun. Ich dachte, den hatten wir schon. Please call. Ah, okay, das ist anscheinend so der Sperrbildschirm quasi. Hey, wenn das hier verloren ist, dann bitte anrufen. Okay, was mache ich jetzt? Ich kann To-Dos machen. Wie zum Beispiel... New. So. New Type kann ich hier eingeben. Entertainment. Okay, das kann ich doch. So, Entertainment. Und zwar mache ich Humor. Komisch, oder? To do? Ein Joke. Also ich setz mir im Kalender, dass ich einen Witz erzählen muss? Ich finde es eher... Was? Ich hätte gedacht, das ist jetzt so eine Art, ich will mir gerade was, weil normaler Kalender gibt man noch hier ein, zack, Termin, ne, Oktober 6. Tadada, ich wollte jetzt eingeben, Video machen, was ich jetzt gerade mache oder schneiden noch. Alter, ob ich es gemacht habe oder nicht, okay, das ist gut. Okay, also Print, anscheinend mit dem Gameboy Printer nehme ich mal an. To-dos, ja, Würdels, enter friends name, complete about you, okay, das, was ich alles übersprungen habe, weil... Events. Columbus Day, okay, das ist natürlich Halloween und so weiter. Also als Messenger oder als Organizer ist das ziemlich... überflüssig, oder? Also dafür, dass jetzt so viel abgefragt hat, wird mir jetzt hier aber erschreckend wenig geboten. Wie gut. Von mir tief, wie gut. Jo. Ach, kann ich jetzt down? Hat noch was geschrieben? Nee. Aber warum dieses ET-Branding? Wenn man so ein Organizer irgendwie... Okay, ich glaube, da gab es ja auch schon mal für den klassischen Gameboy den Versuch. Was ich immer noch etwas sehr paradox finde, aber okay, neues Medium und sowas, die haben versucht, da sich neue Märkte zu erschließen. Okay. Aber wieso dieses ET-Branding und dazu noch diese dudelige Nervmusik? Als ob, wenn ich einen Termin in meinen Kalender eintragen will, den will ich keine Dudelmusik haben. Wenn ich Outlook auf der Arbeit aufmache, den will ich nicht, dass da und mir ET irgendwas sagt. Mehr kann ich nicht. Das wir sind irgendwie Spiele oder sowas? Ich habe Messages, To-Dos und Events. Gibt's hier noch mehr? Ah, okay. Das ist das Main-Menü. Das sieht nach Spielen aus. Cool Stuff! Wir merken, wir sind in den 2000ern, wenn das Cool Stuff. Okay, was ist das? Games! Ah, wunderbar. Okay, ich spiele mal hier in das eine Game hier rein. Also scheint es doch etwas mehr Umfang zu geben. Okay, X-Ride Bike für Arme anscheinend. Aber auch so geil, die Soundeffekte sind original irgendwie aus den 80ern oder so, ne? Sehr geil. Aber ich dachte, hier wären irgendwie Hindernisse, wo ich gegenfahren kann oder sowas. Ich meine, haben so ein paar kleine Spiele gedacht, aber ich verstehe den Sinn immer noch nicht.
Also, da er nach Schule gefragt wurde und sowas, ist ja auch da dann eher die Zielgruppe Kinder, logischerweise, ne? Klar. Ist ja, bietet sich ja beim Gameboy an. Ich denke mal, kein Geschäftsmann, da gab es auch damals schon Blackberries, als das rauskam. Da wird sich kein ernsthafter Businessman mit einem Gameboy Color und E.T. da. Okay, aber. Pause? Kann ich hier wieder zurück? Nee. Ich muss noch eine Rolle spielen. Ich verstehe es nicht. Ist es fummelig? Und welches Kind hat damals jetzt unbedingt so ein Gameboy Color Organisationsding irgendwie? Oder, also es hat sich ja definitiv kein Kind gewünscht. Welche Eltern standen im Toys R Us vor dem Laden und haben gesagt, jo, mein Kind braucht einen E.T. Organizer für sein Gameboy Color. Das kriegt er zu Weihnachten. Komme ich jetzt raus? Okay, ich würde sagen, ich gucke auf die Uhr. Es gibt anscheinend noch mehr so Minispiele, nehme ich mal an. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal ein getrenntes Video machen, wo ich einfach alle diese Minispiele mal anteste. Aber ich glaube, das wird alles so ungefähr auf dem Niveau sein. Also was für eine Kuriosität. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So, ich bin immer noch perplex. Was soll die Zielgruppe gewesen sein? Ich weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Schönen Tag euch doch.